Hallo, ich grüße euch, liebe Leute. Willkommen bei der Plattform für Eau de Toilettes, Eau de Parfums, Eau de Toilettes. Heute möchte ich eigentlich nur kurz über zwei Themen reden. Und zwar über die Tatsache, dass Leder in Parfums enthalten ist und ich die Erfahrung hatte, dass Leder vom Sündenfall ist. Und zwar kann ich das wie folgt erklären. Adam und Eva wurden erschaffen im Garten Eden und da gab es kein Fleischessen und Leder ist ja die Haut vom Tier und wenn man also Leder verwendet in der Parfümerie, dann stirbt auch ein Tier. Aber da kann ich euch etwas sagen, wenn es so weit gekommen ist, dass mal Parfums erstellt worden sind, wo Leder enthalten ist, wenn das passiert ist, dann kann man sich gewiss sein, weil das hat mir wer bestimmter verraten, dass die Tiere, die schon gestorben sind, in den Fluss des Universums gekommen sind. Der Fluss des Universums ist das, wo die Tiere hinkommen, wenn sie sterben. Zumindest die meisten, nicht alle. Manche kommen auch ins Himmelreich. Aber das darf nicht legitimiert werden, dass man Leder in Parfums gibt. Deswegen finde ich es eigentlich ganz total, also zumindest finde ich es total falsch, Leder in Parfums zu verwenden. Das war das erste Thema. Und das zweite Thema, was ich involvieren wollte, ist, dass man den Ausdruck für Parfums sexy, also ein Parfum sexy, vermeiden sollte. Also ich möchte das vermeiden. Das hat mir auch wer ganz besonderer verraten oder gesagt oder geraten, dass ich das vermeiden sollte, weil man mit dem Begriff sexy, wenn man das beschreibt, wenn man sagt, ja, man sehr Paris gold, aus der Gold Label Collection out intensiv ist sexy, dann könnte man das in Verbindung bringen, dass Parfums was mit Sex zu tun haben. Dabei stimmt das überhaupt gar nicht, das ist total falsch, weil also es ist von daher falsch, wenn man es nicht innerhalb der Ehe so verwendet, dass Parfums sexy sein können zur Verführung, sondern es ist falsch daher, weil eine Frucht des Heiligen Geistes Keuschheit ist und wenn man das nicht beachtet und Parfums in der Nicht-Ehe, also wenn man Single ist und dann Parfums für sexy bezeichnet und es dafür verwendet, um Frauen oder, also wenn Männer Frauen verführen mit Parfums oder Frauen Männer verführen mit Parfums und die Parfums sind verführerisch, das ist eine Tatsache, aber sie sollen nicht sexy benannt werden, weil man kann Parfums auch als nicht verführerisch betrachten, um nicht zu korrigieren, sondern einfach nur für den Geruch, der gut duftet. Und das Gutduften kann man immer wiederholen. Dieses Parfum duftet gut auf diese Art und Weise, das andere Parfum duftet gut und andersartig auf eine ganz andere Art. Und die Vielseitigkeit der Düfte ist faszinierend. Nicht aufgrund der verschiedenen Ingredienzen, sondern auch auf den Grund, dass die Ingredienzen von Gott gegeben sind. Und auch was mir einfällt, ist ein Punkt, und zwar, dass Gott den Frauen und den Männern Nasen gegeben hat, um die sauberen, also reinen Düfte zu genießen. Ja, diese zwei Themen wollte ich euch näher bringen in dieser Ausgabe von der Plattform Geruchsfeuer. Und ja, ich wünsche euch Gottes Segen und den Frieden von dem Sohn Gottes. Und ja, seid gegrüßt und der Friede sei mit euch und mit eurem Geiste. Euer Joel. Tschüss, Papa.